Hey, Schusser, willkommen zurück zu Let's Play Bomberman Hero. Ich bin Shazodino5 und wir kümmern uns jetzt um die letzten zwei Bosse und dann um Bagulbagumba. Auf jeden Fall, dieses Mal haben wir ihn hier. Und er schießt mit Zöpfchen auf uns. Wie kann er nur? Der Boss ist sogar eigentlich ziemlich interessant, zumal er der einzige richtige Bossfight ist, der unter Wasser ist. Auch wenn er total assig ist, weil die Steuerung unter Wasser kacke ist. Und wir teilweise echt rückwärts fliegen müssen und ihr wisst ja, wie gern ich rückwärts schwimme. Zumal meine eigenen Bomben mich ja gerne hintergehen, wie ihr wisst. Warp. Warp, 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 ship. Wie wär's mal mit abnippeln? Ach komm. Krepier mal. Komm. Ich hab ihn, gut. 6500, bitte, das ist... Ja, oh, danke, ich muss diesen Boss nicht nochmal machen. Da hatte ich gerade Schiss vor, dass ich den nochmal machen muss. Ohne Scheiß. Da hatte ich gerade Schiss vor. Boss Room 6. Gegen zwei von euch und kleinen Minispinnen. Okay, das war dumm von mir. Also die Spinnen, die lösen sich selber auf, also die sind das geringere Übel. Kleine Mini-Kronos, sagen wir mal so. Wirklich das... Oh mein Gott. Das größere Übel ist es wirklich, dass wir es hier mit zwei von denen zu tun haben. Und, sagen wir mal so, die Plattform ist auch nicht gerade geil zum Ausweichen gedacht. Wir kümmern uns erstmal nur um eine, weil die hat irgendwie es nicht so eilig, immer abzuhauen. Um genau zu sein, ist sie noch nicht einmal weggesprungen. Sie schmeißt immer nur mit Messern. Und zwar jetzt mehr. Okay, die eine hat schon keinen Bock mehr. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch um die andere kümmern. Deswegen, das empfehle ich euch sowieso. Kümmert euch hier erst um die eine und dann die andere. Weil... Okay, es ist eigentlich egal. Ihr seht, sie steht jetzt gerade da und macht nicht wirklich Schwierigkeiten. Sie nimmt einfach den Schaden wie eine Frau. Und das war's. 7000! Ich war doch schon schnell! Oh mein Gott. Ich war doch schon schnell und dann ist es trotzdem nur eine 7000. Kloppen wir uns mit dem Final Boss. Du bist ziemlich nervig. Du denkst, du kannst mich besiegen? Mich? Mich? Schnauzbart McFucknugget? Du kannst niemals gewinnen. Ich bin Bomberman, der Sailor-Krieger. Bereite dich auf Schmerzen vor. Schade, dass der Final Boss keine eigene Mucke kriegt. Ich kann's ehrlich. Okay, der Final Boss läuft so ab. Er hält sich für cool, portet sich dann ein bisschen. Und zwar immer in meiner Nähe, was äußerst nervig ist, was den Score angeht. Dann kann er das, aber das ist auch nicht wirklich... das ist nur nervig, wenn die Kamera auf einmal abfuckt. Er portet sich nämlich immer weiter, wenn wir in seiner Nähe stehen. Deswegen halten wir am besten immer Sicherheitsabstand. Die Kamera ist hier gerade derbe nervig, weil sie versucht etwas zu sein, was sie nicht ist. Okay,
Das war Form 1. Ja, der Typ hat mehrere Formen. Ist auch noch lange nicht durch. Guckt euch mal an, wie hässlich das Ding aussieht. Voll nur so ein Bart. Auf jeden Fall, das ist jetzt Form 2. Seine Hubschrapp-Schrapp-Form. Und wir müssen halt erkennen, welche der echte ist. Es ist nämlich immer die, die lacht. Was, das Treffen ist gar nicht so leicht. Muss ich jetzt mal sagen. Weil die sind auf so einer behinderten Höhe. Auf einer wirklich behinderten Höhe. Und ich kann auch nur das Original treffen, realisiere ich gerade. Und ich bin ziemlich low an Energie. Neck, 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 neck. Ja. Deswegen, ich bin mir gerade. Muss der da hinten sein? Ja. Und das Nervigste ist, es geht hier tatsächlich auf Zeit. Aber, ja. Jetzt haut er ab. Wir haben also auch die zweite Phase, aber die zweite Phase war es auch noch nicht zu Ende. Jetzt habe ich Schnauze voll, jetzt ist er ein Roboter geworden. Jetzt ist er ein Roboter, jetzt hat er ernsthaft die Schnauze voll von uns. Und jetzt hat er auch einen eigenen Film bekommen. Und Zielsuchraketen, die wir ja so lieben. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Ding hier als erstes loswerden will. Okay. Nur noch eine Energie, sag ich mal. Wir sollten uns auf jeden Fall immer in Bewegung behalten. Also nie aufhören zu laufen. Außer wenn ihr mal was tun wollt gegen ihn. Was ihr natürlich auch tun solltet. Weil er hat halt ein Schild. Wir können jetzt halt nicht viel dagegen machen. Wir können jetzt... Aber okay, ich realisiere gerade, wie soll man den Boss denn... Ich realisiere gerade nur, wie soll man den Boss denn bitte mit einem super Score schaffen? Weil, ohne Scheiß. Allein die Form dauert ja jetzt schon ewig. Vor allem hier muss ich jetzt andauernd auf Distanz bleiben, weil er mich sonst mit seinem Grabbelarm trifft. Aber der hat ja nur eine bestimmte Reichweite, also ist der jetzt nicht die größte Gefahr. Und sobald der weg ist, ist auch sein Schild weg. Aber ihr seht, wir sind jetzt schon auf 0 Punkte. Ich frage mich gerade wirklich, wie man das machen soll. Also... Shit. Shit, 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 shit. Schön wieder auf Distanz gehen, so. Shit, 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 shit. Boah. Das war knapp. So. Jetzt kommen eigentlich nur noch Raketen und... Ja, super, wir haben keine Energie mehr. Ja, er hat mich überfahren. Wow, weil das Ding einfach mal schneller ist als ich. Nicht ernsthaft, oder? Ich bin jetzt ernsthaft an ihm Game Over gegangen. Das ist jetzt... Nee, das ist das Schlimmste, was jetzt gerade passieren konnte. Vor allem, ich muss den ganzen... Mit einer Bombe schaffe ich das niemals. Zur Hölle? Wie ist das denn möglich? Mit einer Bombe und... Nee, das ist unmöglich. Das brauche ich gar nicht zu versuchen.
Wow! Alter! Wow. Ja, ihr habt gesehen, ich habe ja schon wirklich versucht, so schnell wie möglich das Ganze abzuarbeiten, aber... Alter Verwalter, der ist ja asozial. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich überfragt. So, ich glaube, ich mache denn für euch hier eine Doppelfolge und überlege mir erstmal, was ich da jetzt machen soll. Also, auf jeden Fall, warte mal, war jetzt meine Energie auch wieder weg? War jetzt meine Energie auch wieder auf 0, auf 4? Sogar meine Energie ist wieder auf 4. Oh mein Gott! Wie soll ich den denn mit 4 Energiebalken schaffen? Oh, das heißt, ich muss jetzt grinden gehen, ey. Das heißt, ich muss grinden gehen. Mindestens bis ich, ich sag mal, mindestens bis ich 6 Energiekerne habe. Also, vorher brauche ich dem ja gar nicht gegenübertreten. Der lacht mich ja aus. Oh Gott. Also Leute, sorry, die Folge endet hier leider schon sehr früh. Kommt dafür irgendwie in der Doppelfolge dann oder so. Aber hierfür brauche ich einen Plan. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Bomberman 64. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.